Herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 2013 hier auf Hagenstedt. Ich stehe gerade etwas daneben. Egal, ich erzähle jetzt erstmal kurz, was hier gerade passiert ist. Der Best Gamer musste sich gerade muten. Just in dem Moment bricht meine Aufnahme ab. Ich, Idiot, merke nichts davon. Ja, super. Ich, Idiot, merke nichts davon. Ach so, wir fahren jetzt in die andere Richtung. Ja, wir fahren jetzt mal kurz so. Okay. Genau. Dann dachte ich mir, okay, wir sind dann halt weitergefahren, noch ein, zwei Runden hier ums Feld. Haben gehäckselt, macht nichts. Ist halt bisschen gehäckselt, nicht aufgenommen. Will gerade wieder starten. Not enough free disk to, keine Ahnung was. Auf Deutsch, ich habe nicht genug Platz auf der Festplatte, um weiter aufzunehmen. Was heißt, ich habe halt mal wieder ein bisschen gelöscht, nicht? Die letzten 9 Folgen Trackmania habe ich dann halt mal gelöscht, weil das habe ich alles schon encodiert gehabt. Wie viel Speicherplatz war das? 230 GB. Also haben wir jetzt noch ein bisschen Platz. Wir haben genug Platz. 97, 98, 97? Ich sehe es ja. 98, ja. Ich warte dann so lange auf dem Feld. Ja, erstmal hallo nochmal von Willst mir. Willst du weiterfahren? Was denn? Weiterfahren. Ach stimmt, der kann nicht hupen. Ja, auf jeden Fall nochmal hallo von mir. Inzwischen. Ach stimmt, der ist ja auch dabei. Inzwischen kennt ihr mich ja bestimmt seit den letzten 12 oder 13 Folgen. Wir machen hier gerade irgendwie Extremaufnahme. Und und mir macht es immer noch Spaß. Ich habe irgendwie immer noch Bock weiter aufzunehmen mit dem Bunnyton 7 und. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade paar 300 aufnehmen. Egal, nee. Für paar 300 habe ich ja so. Für die letzten zwei Parts habe ich was geplant. Für die letzten zwei Parts, da bin ich dann auch nicht dabei. Vielleicht bin ich dann. Aber da reden wir jetzt noch nicht drüber. Ich bin ja jetzt noch ein Weilchen hier. Ja, wir haben ja jetzt noch Zeit. Ich muss nur aufpassen, wie weit ich jetzt aufnehme. Egal. Wegen was? Ja, damit ich jetzt nicht schon paar 300 aufnehme mit dir. Ja, dann kannst du halt irgendwie Part 300 wie Gronkh bei 900. Genau, habe ich mir auch gedacht. Dann machst du Part 300 Punkt 9 oder so, was weiß ich. Ja, mal sehen. Da finde ich schon eine Lösung. Fakt ist, es ist das erste Mal, dass ich wieder meine Festplatte voll aufnehme. Ich muss mir eine Lösung überlegen. Ja, ich warte so lange, bis du hier abgefahren hast. Ich könnte eigentlich im Hintergrund schon anfangen zu rendern. Könntest du machen, wenn wir hier, leckt es dann bei dir sehr? Nö. Der PC würde das locker schaffen, aber ich habe ja Platz genug auf der Festplatte. Ich meinte, wenn wir jetzt die Aufnahme hier gemacht haben, könntest du ja schon mal anfangen zu rendern, schon mal alles einstellen und die Folgen, die du dann gerendert hast, kannst du ja dann löschen und dann haben wir... Nee? Ich habe jetzt wieder Platz für 8 Folgen. So lang machen wir nicht mehr. Nö. Aber noch ein bisschen machen wir 7 Folgen vielleicht. Ja, bestimmt. Ach so, wollen wir jetzt wieder längs häckseln? Ach so, ja, warte. Weiter ich fahr dir einfach mal hinterher. Hab ich jetzt okay. Ja, mach einfach, ich fahr hinterher. Das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt. Nicht schlimm. Oh. Auf, komm her. So. Ja. Oh, bei uns hat's gerade draußen geknallt. Ja. Okay. Also wenn du gleich weg bist, brauche ich mich nicht wundern, dann war es halt. Ja. Nee, in Böller war das. Ach so. Aber Silvester ist doch schon vorbei. Ja, ich weiß. Wie viel hast du eigentlich geknallt? Es hielt sich in Grenzen. Ja, bei mir auch. Ja, aber es war ganz lustig. Einer von diesen Bienchen wäre fast ins Haus, ans Fenster gegangen. Die eine Rakete ist am Boden losgegangen. Die wollte nicht hoch. Ja, ist uns auch schon mal einer passiert. Eine der Batterien ist umgefallen, hat dann ein bisschen um sich geschossen und eine Weinflasche umgeworfen. Waren aber keine Leute da. Doch, wir waren alle daneben dran.
Aber es hat uns nicht getroffen. Und einer der Vulkane ist auch umgefallen. Jetzt ist halt die Ja. Straße ein bisschen gefärbt. Ach ja. Immer noch ein bisschen gefärbt. Kannst du mir ja vielleicht nachher ein Bild senden in Skype? Ah ja, klar. Ich hab das nicht fotografiert. Und die Uhrzeit sehe ich da auch nicht mehr viel. Nee, denke ich auch nicht. Fahr mal ein bisschen links. Lässt er ja fast was stehen. Oh, okay, ja, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Aber bei so einem großen Feld ist es jetzt nicht so schlimm. Es ist ja auch gedüngt, gegüllt von mir. Ja, sehr gut. Lob. Und deswegen haben wir halt auch ein bisschen mehr Ertrag. Ja. Aber das ist eh unwichtig, was wir an Ertrag haben. Ja, das stimmt. Ich freue mich schon, wenn hier die Folgen hier online kommen, aber das dauert noch. Weil ich gucke gerne, ich habe ja schon mal bei jemandem mitgemacht, Bei aber wem? hier bei so einem guten Freund von mir, aber der hat seinen Kanal nicht mehr. Gab's 3 Strikes und dann war er weg. Drei Strikes wegen Copyright. Ja. Tja, darauf muss man achten. Fährst du bitte rückwärts? Danke, weil ich auch rückwärts muss. Du hast den stärkeren Motor. Ja, ich glaube, ich habe über 1000 PS. Also ich fahr, glaube ich, das stärkste, in Klammern Baby von dir. Mein stärkstes Baby. Nein, ich Jetzt meine habe ich ja doch wieder eine Familie. deine stärkste Maschine fahre ich, Ich glaube ich, weiß, oder? was du meinst. Weiß ich nicht. Sind die Rübenvollernter schwächer oder stärker? Ich glaube, die sind. Warte kurz, ich guck mal ganz kurz im Shop. Sorry. Kein Problem. Die Rüben. Wo sind die Dinger jetzt hier? Hilfe. Kartoffel. Hier. Die Nein, nein, die haben nur 462 Oh, sind die schlecht. und hier, den ich gerade fahre, das ist der Krone Big X, der hat 1020. Ah ja, klar, heißt ja nicht umsonst Krone Big X 1000. Und der 1100, der hat 1120 PS. War das Glaube gerade ich. eine Frage oder eine Aussage? Ich glaube, das war so eine Aussage. Ah ja, ich frage mich gerade, ob das eine Aussage war. Nein, Ich wollte rückwärts fahren, damit ich das mitnehme, aber nein, Tim will ja nicht. nein. Ich fahre mal ein bisschen in der Innenansicht. Ja, es geht ja bei dem Schneidwerk noch. Bei dem anderen geht es ja auch, wenn es nicht zugeklappt ist. Ja, nee, ich meine, da sieht man ja noch, wo man hinfährt. Sieht man ja noch bis zum Ende vom Schneidwerk. Mist. Ich muss jetzt mal rückwärts fahren. Ich mag nicht, wenn du rückwärts fährst. Ich sperre dir die Rückwärtsfahr Dingens über das Menü. Übers Admin-Menü. Sag ich, dass Mitspieler nicht rückwärts fahren dürfen. Ja, das wäre bestimmt irgendwie ein bisschen gemein, wenn man das Das wäre einstellt, richtig also. mies. Oder nicht vorwärts fahren. Oder dass man vielleicht einstellen kann, dass es mal leckt. Genau, ich baue jetzt ein bei Dialekts. Ja, wenn wir das nächste Mal vielleicht auf einer anderen Map oder irgendein anderes Projekt spielen auf LS, werde ich auf jeden Fall aufnehmen, dass ihr das dann in zwei Sichten habt. Ja, also ungefähr so wie Wendelburg. Ja, nicht Genau. ganz so. Hast du dir Wendelburg überhaupt angeschaut? Nein. Genau. Aber du weißt, wie es ist. Weil du gesagt hast, genau wie Wendelburg, und ich dann so, genau. Oh, der Drescher qualmt von vorne. Der Drescher ist ein Häcksler, aber okay, er darf trotzdem qualmen. Oder er stiebt ja alles zu, oh mein.
Boah, ich habe erst 48%. Der geht recht langsam voll. Sein Schneidwerk ist so klein. Ja. Es gibt so Mod, wo man das richtig vergrößern kann. Ich habe auch ein 13 Meter Schneidwerk. X-Disc? Ja, weiß ich nicht, wie das heißt. Kann man damit aber auch hier nee, nur machen. Mais. Nur Mais. Oh, dein Name fliegt eben, flieg, gerade eben durch die Luft. Ich warte mal kurz, ich schau kurz nach unseren Helfern. Ja, wow, was machst du da? Ja, weiß ich nicht. Ist denn jemand einfach hinten reingefahren? Kommst du gleich wieder her? Ja. Oh, da liegt ein Ballen rum. Oh, der hat gerade so Backen, oh, noch einer. Einmal um sich dreht. Der Ballen? Nein, das Rohr vom vom Häcksler. Ja, der ist, darf ruhig drehen. Kommst du jetzt? Nein, ich will hier erst noch die ganzen Helfer neu einstellen. Ach so, dann warte ich. Aber du kannst ja kurz mit dem Helfer fahren. Ach so, du kannst keinen Helfer einstellen. Doch, jetzt kann ich einen einstellen, hä? Gut. Aber mache ich nicht. Ich warte. Ja. Auch okay. Ich hab ja die Zeit. So. Also du hast Trackmania-Folgen gemacht, gelöscht, nur um, dass wir das hier aufnehmen können. Also hast du keine weiteren Trackmania-Folgen mehr, oder was? Doch, ich hatte die alle schon encodiert. Ah, das ist dann gut. Ich dachte, du hast frische gelöscht. Nein, das würde ich nie machen. Mir ist das einmal mit einem Minecraft-Part passiert, aber nur mit einem. Aber ich habe es dann so hingekriegt, weil ich speichere ja nach jeder langen Aufnahme meine Map. Ich weiß nicht, wieso ich es mache, weil meine ist schon so oft flöten gegangen. Und da habe ich das einfach so geschickt hingekriegt, und dass das niemand gemerkt hat. Ah ja, jetzt wissen es alle. Ich weiß. Ich glaube, das war bei Part 15 oder so, da hatte ich irgendwie, aber ich habe das dann so geschickt hingekriegt. Das war, da bin ich immer noch stolz auf mich. Na dann. Freust du dich eigentlich auf den Förster-Mod? Forstmod, ja. Naja, ich habe mich bisher, naja, es hält sich in Grenzen. Wird bestimmt mal interessant, aber. Du weißt gar nicht, wo ich gerade drauf stehe. Wenn du nachher wieder in den Glas kommst und du wieder hier mit mir abfährst, dann. Okay. Was denn? Alles ist gut, nee, kein Problem. Können wir wieder? Warte mal kurz, eine Sache will ich noch machen. Oh, jetzt wird's spannend. Was denn? Ich will jetzt gerade hier den Glas hier runterfahren. Das Problem ist, da ist ein Wasserfall. Oh ja, aber du kannst da drunter her, da passiert nichts. Glaub ich. Ja, ich bin gerade problemlos den Wasserfall lang gefahren. Und das hab alles auf Video, kann ich ja dann sehen. So. Was unlogisch ist hier bei dem Rapsbuschel hier, da ist da unten eine ungesäte Textur, aber es wächst was drauf. Tja, okay, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part mit Häckseln weiter. Genau. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.